alter Saufkumpan. Wie laufen die Geschäfte bei dir? Ach, frag nicht. Warum? Was ist denn los? Ich habe Probleme mit unserem Stadtherrn. Ich habe dir doch letzte Woche von der Lieferung aus Fernost erzählt. Ja, ich erinnere mich daran. Das sollte doch dein ganz großer Durchbruch werden, um bei der Oberschicht Eindruck zu erwecken. Nun ist das Gegenteil herausgekommen. Ich wurde von meinem Lieferanten aufs Ärgste hintergangen. Er nahm meine letzten Ersparnisse, alles bis zum letzten Taler. Ach, ich bin so ein Tölpel. Um die Waren zu bezahlen, nahm ich unter anderem die Anzahlung des Stadtherrn. Und nun ist der Kerl, dem ich alles anvertraut hatte, über alle Berge verschwunden. Ich habe nun rein gar nichts mehr. Ein obergieriges Beruhigungsmittel für meinen alten Kameraden hier. Gönn dir erstmal einen Schluck, damit du wieder klarer sehen kannst. Das hier geht auf mich. Danke, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Jetzt kann ich nichts anderes machen, als mir den Strick zu nehmen. Da ist der Kerl! Nehmt ihn in Gewahrsam! Sie werden wegen Diebstahl und Betruges an der Stadt gesucht. Erschreck mich doch nicht so. Ich dachte schon, das wäre ein... Ach, ist ja auch egal. Wo zum Teufel warst du in den letzten Tagen? Hab mich in unser altes Versteck aus Kindertagen zurückgezogen. Ach, das gibt es noch. Daran habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gedacht. Ach, ist ja auch nebensächlich. Übrigens, du wirst gesucht. Auf dich wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich weiß, es hängt schon an jeder Ecke der Stadt aus. Was gedenkst du zu tun? Es wird die St. Maria sein, die mich von all dem wegbringt. Ich werde ein neues Leben beginnen. Du bist nicht der Erste, dem solch ein Schicksal vorbestimmt war. Es gab schon einige vor dir, die für weit weniger hier im Kerker gelandet sind. Und wenn es um solch eine beachtliche Summe geht, dann erst recht nicht. Bedenke, dass du auf der Hut sein musst. Der Stadtherr lässt nicht gern mit sich reden, wenn es um seine Taler geht. Ich warne dich, hüte dich vor Schurken, die es auf deinen Kopf abgesehen haben. Bitte, vertraue niemandem. Werde ich meine neue Heimat finden. In Fort Richmond hat mich nichts mehr gehalten. Nur meinen alten Freund werde ich sehr vermissen. Ich hoffe, dass ich ihn bald wiedersehen kann. Ein Sturm direkt voraus! Mach die Schotten dicht und hol die Segel ein! Ein Sturm am Horizont, dort wo gerade noch die Sonne schien. Groß und dunkel türmen sich die Wolken am Horizont auf. So mächtig und gewaltig, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Ich sagte doch schon, ich weiß es nicht. Sag mir, wo er hin wollte. Up!
Er nahm das letzte Schiff, die St. Maria, nach Reno Island. Hab Dank für diese Information. Bin ich hier gestrandet? Hey! Hey! Lassen Sie das Strandgut in Frieden. Nach dem Strandrecht gehören die Waren jetzt mir. Strandrecht ist Faustrecht. Ich kann dich umbringen und mir gehört die gesamte angespülte Ladung. Oder du überlässt sie mir freiwillig und verschwindest. Du hast die Wahl. Schon gut, ich verstehe. Sie können alles behalten. Ich bin nur froh, dass ich überlebt habe. Da lege ich es nicht mehr darauf an, mich jetzt noch umbringen zu lassen. Schön, dass du das auch so siehst, denn ich hätte nur ungern meine Hände beschmutzt. Wo bin ich hier eigentlich? Du bist auf einer Insel circa 80 Meilen nordöstlich vor Reno Island gestrandet. Wahrscheinlich auf dem Weg dahin gewesen, was? Sie haben recht. Woher wissen Sie das? Jungchen, ich kann es nicht leiden, wenn man mich die ganze Zeit übersieht. Okay, okay. Kein Problem. Hier kommt kaum eine Seele vorbei. Und wenn, dann nur, weil sie denken, dass sie schon Reno erreicht haben. Ich besitze eine kleine Taverne hier in der Nähe. Die paar Idioten, die es hierher verschlägt, können sich bei mir mit frischem Wasser, Proviant und ein paar Flaschen Rum versorgen, bevor es dann weiter nach Reno Island geht. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit zu übernachten? Wie schon gesagt, dies ist eine kleine Insel und es gibt nicht viele Einwohner hier. Aber vielleicht kannst du fürs Erste in meiner Taverne übernachten. Natürlich nur, wenn du auch dazu bereit bist, mir dort zur Hand zu gehen. Ich könnte jemanden gebrauchen, der tüchtig zupacken kann. Zwar siehst du mir nicht danach aus, aber was soll's. Danke, gnädiger Herr. Dieses Angebot nehme ich doch gerne an und ich werde mich selbstverständlich dafür bei Ihnen erkenntlich zeigen. Mein Name ist Elket und nur so wirst du mich nennen, ist das klar? Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber dieses förmliche Gehabe konnte ich noch nie leiden. Aber sicher doch, entschuldige. Ich bin Harrison, aber Sie, du kannst mich auch, Harry nennen. Na, dann komm mal mit. Leslie? Leslie, Schätzchen, wo steckst du? Ich bin hier, Daddy. Was ist denn los? Ich habe nach dem Angeln Strandgut und diesen Jüngling gefunden. Bring dem jungen Kerl mal ein paar trockene Sachen. Er wird uns ein wenig helfen und ein paar Tage hier verbringen. Hast du mir zugehört, Leslie? Mach schon, wir müssen bald aufmachen. Ja, Daddy. Ich bin schon unterwegs. Und du hilfst mir gleich mal mit den Fässern, Harry. Und anschließend fegst du den Laden hier mal ordentlich durch. Hallo, ist da jemand?
Guten Tag, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich benötige eine Überfahrt nach Reno Island. Einen erfahrenen Bootsmann habe ich dabei. Er ist sich für nichts zu schade und kann als Gegenleistung seine Dienste zur Verfügung stellen. Wie viel würde mich die Fahrt kosten? Das ist mal wieder typisch. Ich darf mir gnädigerweise die Hände dreckig machen. Die Portofino sticht morgen in See. Wenn Sie sich nicht der Mannschaft anschließen, kostet es 30 Taler am Tag. In Anbetracht dessen, dass Sie ungefähr 2 Tage bis dorthin brauchen und dasselbe wieder zurück, berechne ich Ihnen im Voraus 120 Taler. Machen wir 50 Taler daraus, denn wir werden nicht direkt wieder zurückfahren. Falls doch, können wir nochmals verhandeln. Wie Sie wünschen. Dann kommen wir ins Geschäft. Ich bin dir auf den Fersen, Harrison Day, und ich werde dich finden. Darauf kannst du dich gefasst machen.